Mittelpunkt für euer Liveplating ist das Schaustück. Hier erwarten wir von jedem Team die perfekte Kopie von einem weltberühmten Bauwerk. Zu den Sehenswürdigkeiten liefert ihr uns 10 verschiedene Patisserie-Köstlichkeiten. Ihr habt 9 Stunden Zeit, um euch alles vorzubereiten und zurechtzulegen. Jedes Team hat dann nachher 8 Minuten Zeit, um die Präsentation zu finalisieren. Im Vorfeld durftet ihr diese Aufgabe planen und ihr dürft eure Wunschmaterialien verwenden. Bessere Voraussetzungen kann man gar nicht haben. Einen größeren Druck allerdings auch nicht. Nach dieser Aufgabe wird uns wieder ein Team verlassen müssen. Wer muss also den Heimweg antreten? Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass alles gelingt, was ihr euch vornehmt. Seid ihr bereit für diese Aufgabe? Dann läuft eure Zeit ab jetzt. 9 Stunden für ein beeindruckendes Schokobauwerk und 10 verschiedene Patisserie-Elemente. Als wäre das nicht Stress genug, folgt der Vorbereitung auch noch eine aufregende Live-Plating-Präsentation. Team Rot steht nach seiner Schokomatscha-Matschtorte besonders unter Druck. Klar, wir sind aufgeregt. Das Herz klopft doch ziemlich stark. Rot hat ja sehr, sehr viele Punkte verloren. Und ich muss sagen, das tut mir sowas weh im Herzen, das mit der Torte. Ob die das wieder aufholen können, ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber es ist nicht unmöglich. Das weiß auch die Konkurrenz. Das ist natürlich jetzt schon auch nicht so ein Riesenabstand, dass wir uns jetzt zurücklehnen können, sondern wir schon zeigen, dass wir es drauf haben und weiterhin Gas geben. Also das ist jetzt schon wichtig. Auch die Stärksten wollen nicht schwächer werden. Wir haben ein paar Punkte Vorsprung und die wollen wir natürlich verteidigen und ausbauen. Wer schafft den Sprung in die nächste Woche? Jetzt geben wir nochmal richtig Gummi. Attacke! Jawohl! Um alles vorzubereiten, was die Jury sehen will, müssen sich die Teams aufteilen. Eine Hälfte kümmert sich ums Schokoladenschaustück, die andere um den Taste of the World, also die essbaren Anteile der Gaumenreise. Ich bereite jetzt unsere Blaubeer-Ingwer-Soße zu, die wir fürs Live-Plating benutzen werden, die nachher den Rhein darstellen soll. Die Schwarzwälder reisen in ihre Herzensstadt. Wir haben uns für Köln entschieden, weil wir dort 2 Jahre gearbeitet und gelebt haben und uns auch ein bisschen in die Stadt verliebt haben. Und wir haben uns auch verlobt in Köln. Ich liebe Live-Plating, weil einfach es passiert etwas. Dieses Allerminute, diesen Druck, den du dann hast, dieses wirklich verschiedene Konsistenzen, die wirklich nur ein gewisses Zeitfenster geil sind. Das ist halt für mich tatsächlich unglaublich interessant. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Geschichten. Wenn man so von sich was erzählt und daraus dann auch diese Präsentation macht, dann bekommt das auch noch so einen ganz eigenen Flow. Und dann kann das auch so was ganz Magisches werden. Oder etwas ganz Italienisches. Das Südtiroler Team Gelb entführt die Jury in die Lagunenstadt Venedig. Ich fange schon an mit der Rialto-Brücke, denn das ist unser Bauwerk, das wir nachmachen. Und der Heli fängt schon an mit verschiedenen italienischen Produkten. Aus 10 Kilo Kuvertüre entsteht bei Team Gelb eine detailgetreue Nachbildung der Rialto-Brücke. Zu ihrem Schaustück servieren Oliver und Helmut eine aromatische Rundreise durch Italien. Das erste Aroma soll später per Sahnesiphon aufgeschäumt werden. Ich beginne jetzt mit der Lärchenhonig-Espuma. Die muss ein paar Stunden eben kühl stehen, damit sie die richtige Konsistenz bekommt. Das ist eben die Kombination zwischen Venedig und Südtirol, da die Baumstämme zum Teil, auf denen Venedig gebaut ist, ja aus Lärchen sind und die Lärchen aus Südtirol kommen, ist das wieder eine gute Kombination. Und eine beruhigende Information. Das mit dem Lärchensirup habe ich auch falsch verstanden. Ich habe gedacht, das wären die Vögel. Nein, das Rezept ist zweifelsfrei vegetarisch. Topfo l'amore. Amore mio. O dulce leche. Du hast Hunger. Ja, ich merk's. In den Big Apple führt die Live-Plating-Reise von Team Grün. Welche Geschichte steckt dahinter? Ich finde New York eine sehr interessante Stadt und ich war schon 3-mal in New York. Und wir haben uns das Chrysler Building ausgesucht von New York. Und die Spitze haben wir mit einem 3D-Druck
Druck erstellt und daraus eine Silikonform selbst gemacht. Genau, und die müssen wir jetzt viermal ausgießen für die Spitze. Kolossale 35 Kilo Schokolade verarbeitet Team Grün zu einem gigantischen Chrysler-Building samt New Yorker Untergrund. Typisch amerikanische Aromen runden den Streifzug durch die Stadt ab. Imposant imponieren lautet also die Devise. Also wir wollen jetzt schon noch mal einen draufsetzen, ist ganz klar. Deswegen auch so eine Materialschlacht hier. Das Düsseldorfer Team Schwarz zieht's nicht in die Ferne, sondern quer durch Deutschland. Wir haben uns für Berlin entschieden, weil Berlin halt einfach nur mal die geschichtsträchtigste Stadt Deutschland ist. Und dazu machen wir eine Deutschlandtour und Berlin ist nun mal die Hauptstadt von Deutschland. Ja. Team Schwarz vereint den Berliner Fernsehturm und weitere Hauptstadtsymbole in einem kunstvollen Schaustück. Die Baumeister wollen hierbei besonders mit verschiedenen Techniken der Schokoladenbearbeitung glänzen. Robin gießt jetzt das Wappentier Berlins. Das wird jetzt einer unserer zwei Berliner Bären. Auch die Lokalpatriotinnen von Team Lila haben die Spreemetropole gewählt. Ihr Wahrzeichen wird jedoch etwas größer ausfallen. Wir machen den Berliner Fernsehturm. Wir haben gedacht, Mensch, wir als Berliner Mädels zeigen den Leuten mal, wie Berlin so ausschaut. Der Fernsehturm ist ja jetzt nicht so krass kompliziert tatsächlich, aber für ein Brandenburger Tor hätte es jetzt auch nicht gereicht, die Zeit. Zu dem 6 Kilo schweren Fernsehturm aus gegossener und mit Fondant modellierter Kuvertüre gesellen sich zwei Schokostücke Berliner Mauer. Details werden bei Team Lila mit der Hand gemalt. Katja legt jetzt den Grundstein. Ich gieße am Anfang halt echt nur ganz wenig rein und dann habe ich quasi wie so eine Art Pfropfen. Und dann kann ich oben alles reingießen und kaltstellen und dann läuft auch nichts mehr aus. Bei Kaltstellen und Auslaufen denkt man unweigerlich an Team Rot. Lena und Dominik sind gerade mit Pralinen beschäftigt. Ich fange jetzt an mit der kölschen Einstimmung. Und zwar gibt es eine Hopfen-Karamell-Praline. Und dafür habe ich jetzt hier Sahne in diesem Topf mit getrocknetem Hopfen. Und die koche ich jetzt erst damit auf und lösche nachher den Karamell damit ab. Ihr gebt aber nicht auf. Nein, wir geben auf gar alles. Wir geben alles. Und noch ein bisschen dazu. Und noch ein bisschen mehr. Ja, so soll es sein. Will ich auch sehen. Ja, das wollen wir auch zeigen. Wirklich Hut ab nach diesem Malheur mit der Tochter. Die schütteln das einfach ab und machen die neue Aufgabe noch mal vom Anfang an. 100%. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Nicht weg so einem kleinen Fauxpas. Was wird das Feines? Das ist jetzt unsere Himbeerschokoladenmousse für unsere Kohlestückchen. Team Schwarz hat tatsächlich das kreativste Geschmacksmodell, weil sie halt so eine Deutschlandreise machen und sich auf verschiedene Regionen in Deutschland beziehen und dort natürlich die Hauptgeschmäcker mit einbeziehen. Jetzt kommt noch das Knusper. So, wir haben uns für das Schokoladen-Himbeermousse entschieden, weil es von Geschmack her ein Klassiker ist und wir es einfach geil finden. Die Südtiroler Profis haben sich unter anderem für ein Ziegenkäse-Aroma entschieden. Selber habe ich mal versucht, mit Ziegenkäse Eis zu machen. Und das schmeckt ja wie Schweißfüße und furchtbar ekelhaft. Das dürften wohl kaum die Geschmacksrichtungen sein, die Helmut vorschweben. Was steht jetzt bei den New York-Touristen mit der Teamfarbe Grün auf dem Programm? Wir müssen für das Live-Plating 10 Esperé Anteile machen. Und unter anderem machen wir Cornflakes-Creme. Wir nehmen für unser Live-Lighting lauter Elemente, die wohl ziemlich amerikanisch sind, eben wegen unserem Motto, sage ich jetzt mal, New York. Und es ist ja schon so ein bisschen ein Klischee, dass Amerikaner viel Cornflakes essen. Team Lila erfüllt ein Berliner Klischee und gedenkt der Currywurst. Ich mache jetzt einmal zwei Tests für uns. Einmal mache ich nur das Erdbeergel und einmal mache ich dann noch Curry und Muskat dran. Ich habe das auch noch nie vorher gemacht mit Curry. Also es ist jetzt hier so ein bisschen Hexenküche. Die anderen machen natürlich mal diese ganzen abgefahrenen Scheiß, ne? Und wir machen halt lecker Berlin. Pommes, Schranke, Currywurst, du guckst dir die ganzen Wahrzeichen an. Das ist also dieses Typische, was die Leute von Berlin sehen wollen. Ich würde aber auch nicht mehr ranmachen jetzt. Aber was fehlt? Ah, Muskat nicht mehr, kein Muskat mehr. So.